In Halle 11 findet man den Stand von Schott und ich freue mich, dass der Schmidt sich Zeit genommen haben für uns, um zu erzählen, was für Highlights sie dieses Jahr auf der Glastec präsentieren. Ja, herzlich willkommen bei Schott. Wir versuchen natürlich, sehr viele Highlights bei uns am Stand zu präsentieren. Als diesjähriges Highlight kann ich Ihnen das Ultra-Dünnglas von Schott hier in der Vitrine präsentieren, das sich vor allem durch seine Dicke, sage ich jetzt mal, also die dünne Dicke, seine Flexibilität, aber auch seine Robustheit auszeichnet. Man könnte vielleicht noch erwähnen, dass wir für das Ultra-Dünnglas in diesem Jahr von der deutschen Wirtschaft den Innovationspreis verliehen haben im Anfang des Jahres. Ja, und neben dem Ultra-Dünnglas, wie gesagt, gibt es noch zahlreiche andere Höhepunkte hier am Stand. Vielleicht können Sie noch was zu den Anwendungsgebieten sagen bei dem Ultra-Thin-Glas. Ja, als Anwendungsgebiete gibt es mit Sicherheit sehr viele, die auch erst in der Zukunft kommen werden. Allein durch die Flexibilität sind natürlich Anwendungen speziell im Elektronikbereich sehr von Interesse. Das wären flexible Smartphones, flexible gebogene Tablets zum Beispiel, die auch ums Handgelenk getragen werden könnten. Wird allerdings auch als Trägermaterial dort verwendet, wo halt wenig Platz ist, um dort mit Kontakten, Schaltverbindungen und so weiter arbeiten zu können. Das ist natürlich nur eins von den vielen Highlights, die Sie präsentieren. Vielleicht wollen Sie noch eins hervorheben, was Sie hier am Stand zeigen. Ja, aktuell sehr in Mode ist natürlich die Glaskeramik Nextrema, die gerade nebenan dargestellt wird. Das ist eine technische Glaskeramik, die vor allem bei auch jetzt gerade eben in Elektro- oder Haushaltsgeräten eines Partners von uns eingesetzt wird, ob jetzt als Toaster oder als Bügeleisen, wie es hier dargestellt ist. Wie ist denn die Resonanz bislang von den Kunden, die vorbeikommen hier bei Ihnen am Stand? Also die Resonanz ist sehr, sehr positiv bei uns hier am Stand. Man merkt das bei Gesprächen mit den Schott-Kollegen hier am Stand, aber auch bei den Gesprächen mit den Besuchern, die großes Interesse an den Produkten, die hier dort ausgestellt sind, haben. Und für uns ist es natürlich wichtig, auch hier zu sein, weil ein großer Teil der Glasbranche hier vertreten ist. Ja, und können ein sehr positives Fazit bisher ziehen. Dann würde ich sagen, man sollte selber mal vorbeikommen hier am Stand in Halle 11 bei Schott und sich selber von den Highlights überzeugen. Davon gibt es ja noch viele mehr, als die Sie erwähnt haben. Vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute. Ja, herzlichen Dank für das Interview und die Besucher sind natürlich auch herzlich willkommen, vorbeizuschauen.